Sie denken jetzt sicher, Sie hätten hier Schauspieler vor sich, aber ich sage Ihnen, das sind wir nicht. Wir sind Mitarbeiter des Petrolchemischen Kombinats in Schwedt. Allerdings am Abend des 6. Juni 1968, dem Abend der Generalprobe von Gerhard Winterlichs Horizonte, was morgen hier bei uns in unserem Betrieb Uhr aufgeführt wird. Sag mal, geht's dir gut? Ja, mir geht's bestens. Ich wurde neulich vom Blitz getroffen und hab überlebt. Wirklich? Ja, wirklich. Was hat er denn immer mit Winterlich? Na, Gerhard Winterlich! Ach so, ich dachte, der meint das Stück, das sei Winterlich. Ich meine, die Frage ist doch, haben die Situationisten noch immer Angst wie Brezhnev vor der Kybernetik? Vor allem vor einer, die sich liest wie ein queeres Manifest? Ich meine, das musst du einfach mal durchrechnen. Ja! Wie Graf Zahl aus dem Westfernsehen. Der fängt auch einfach an zu zählen. Ein Apfel, zwei Äpfel, drei Äpfel. Und dann donnert's. Mann! Jetzt, du hast den Fluch auf ihn geladen. Hör doch mal auf, Hans-Jürgen immer Macbeth. Oh, cool. Macbeth. 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 Worum es im Leben ja letzten Endes geht, dass alles Unwahrscheinliche und dass alles Unmögliche sich bewahrheitet. Deshalb müssen wir in ihm immer mit etwas fertig werden, das wir überhaupt nicht kannten.